Zeit für Leckereien mit Zack Zack. Das bin ich. Gesunde Snacks, köstlich und fein mit Zack Zack. Das geht Zack Zack. Mit euch und meiner Freundin Sue. Wer reicht denn hier rein? Fass mal zu. Und das im Nu. Ich koch für euch. Gebt gut acht. Dann lernt ihr schnell, wie man es macht. Bei der Schlenderzeit mit Zack Zack. Bonjour zusammen. Hallo und willkommen zu einer weiteren köstlichen Ausgabe von Schlemmerzeit mit Zack Zack. Heute mixen Sue und ich ein schmackhaftes, durststillendes Erfrischungsgetränk. Und ihr haltet bitte Ausschau nach dieser dusseligen Miezekatz Dom. Sue, gehst du bitte nachsehen, wer das ist? Heute mixen wir uns einen Bananen-Erdbeer-Smoothie. Nanu, eine Sonderlieferung. Für Zack Zack, das bin ich. Erst öffnen, wenn die Leckerei fertig ist. Oh, dann machen wir schnell den Bananen-Erdbeer-Smoothie. Die Zutaten: gewaschene Erdbeeren, Joghurt, Milch und unsere heutige Hauptzutat: eine Banane. Bananen schmecken nicht nur gut, sie sind auch gesund. Aber vorher waschen wir uns die Hände. Macht es so wie ich. Die Hände müssen erst sauber sein, dann kümmern wir uns um die Leckereien. Also, für die Zubereitung unseres Smoothies brauchen wir einen Mixer. Hm? Was? Dom? Ihr? Das ist nichts weiter als ein Karton. Seht ihr? Na egal. Ich trinke meine Smoothies immer gern mit einem Strohhalm. So vermeide ich es, dass ich einen Milchbart kriege. Wo ist diese Banane? Verflixt! Jetzt wird alles schön vermischt. Lasst euch auf jeden Fall von einem Erwachsenen helfen. Zuerst ein halbes Tässchen Milch. Dann eine halbe Tasse Joghurt dazu. Eine Tasse gewaschene Erdbeeren. Und zum Schluss müsst ihr noch die Banane schälen, schälen, schälen. Excellent! Jetzt lasst ihr alles von einem Erwachsenen gut vermengen. Und Zack Zack ist er fertig. Hä, wo sind denn die Strohhalme auf einmal? Ach, was soll's. Das wär's dann für heute. Wir sehen uns bald bei einer neuen Ausgabe von Schlemmerzeit mit Zack Zack. Und nun kann ich mein Päckchen aufmachen. Dom, du hast meinen Smoothie geschlürft. Ich bin nun mal ein Schmusikater. Raus aus meiner Küche.